Also da komme ich nach Europa und finde, das wird dann wie eine heilige Pflanze verwendet oder angesehen wird mit Johannes dem Täufer assoziiert, der zur Mitsommerzeit in der christlichen Mythologie geköpft wurde und das Blut, das Johannesblut, tropfte auf die Erde und das Johanniskraut entstand und das Blut ist sogar noch da. Und zwar, wenn man die Blüten zerdrückt, dann kommt echt so etwas wie Blut raus. Das ist das Johannesblut. Und das ist sehr heilsam. Da wird Johannesöl gemacht, also in Öl werden die Blüten getan. Und das färbt sich dann so burgunderrot. Und das kann man einreiben bei Nervenschmerzen, Neuralgien und dergleichen. Oder es gibt überhaupt Energie für den Körper, wenn man das damit einreibt.